Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Vielen herzlichen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ja, wie du sehen kannst, habe ich jetzt mir schon etwas weihnachtlich hergerichtet und ich zeige euch auch meinen Adventskranz gerne. Den hat meine Mutter selbst gemacht und ich finde ihn echt wunderschön. Er ist sehr schlicht, aber ich finde ihn trotzdem sehr besonders und die Kerzen sind auch wunderschön. Aber ich stelle ihn trotzdem jetzt ein bisschen auf die Seite, damit ihr mich dann jetzt besser sehen könnt. Ja, herzlich willkommen. Ich wollte euch ja eigentlich 24 Tage einen Impuls schenken, aber ich habe mich jetzt doch umentschlossen und möchte nur ab und zu im Advent euch Impulse schenken. Und heute ist ein Tag, wo ich das Gefühl habe, dass ich euch wieder einen Impuls mitgeben möchte für die Adventszeit. Also stellt euch das so vor, es ist kein Adventkalender, aber halt ein, ja, man kann es schon Adventkalender nennen, nur halt, dass nicht jeden Tag ein Türchen ist, sondern eben nur ab und zu. Genau. Also heute ist der 2. Dezember und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, wenn du es dir auch schon gemütlich gemacht hast zu Hause mit Kerzenschein und Tee und so weiter. Wenn nicht, kannst du das natürlich sehr gerne jetzt tun. Und ja, weil die Adventszeit ist ja eigentlich eine besinnliche Zeit und genau darum soll es heute auch in diesem Video gehen. Ich möchte dich in diesem Video erinnern, dass du in der Adventszeit eine besinnliche Zeit erleben darfst. Das heißt, warum erzähle ich dir das Ganze? Weil ich in den letzten Tagen von überall gehört habe, dass die Menschen so gestresst sind, dass sie, sogar hat sich jemand bei mir entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid, dass ich so viel Stress habe, Sophie. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt, weil natürlich kann es auch sein, dass die Adventszeit manchmal stressig ist, weil man eben noch Geschenke besorgen möchte und man möchte vielleicht zu einigen Veranstaltungen gehen und das Jahr, also einen Jahresrückblick machen und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem ist es wichtig, dass du dich selber in den ganzen Trubel nicht vergisst. Und deswegen möchte ich dir jetzt einen Tipp mitgeben und der ist auch ganz einfach. Und zwar, wenn du merkst, dass du in Stress geratest in dieser besinnlichen Zeit, die eigentlich ja für die Innenschau gedacht ist, zumindest mache ich das gerne in der Adventszeit, dass ich mich echt mal nochmal hinsetze und das Jahr rüberziehen lasse und einfach schauen, was ist passiert in dem Jahr und so weiter. Aber alles ohne Stress kannst du ganz in Ruhe machen. Und mein Tipp ist jetzt, dass du, wenn du merkst, wie gesagt, dass du gestresst bist, dass du einfach dich ganz kurz hinsetzt. Du kannst es aber auch im Stehen machen. Das heißt, du kannst dich entweder kurz hinsetzen oder hinstellen und die Augen schließt und ganz kurz, es muss wirklich nur ganz kurz sein, darf natürlich auch länger sein, aber es ist vollkommen okay, wenn es nicht so ist. Das heißt, dass du dich ganz kurz hinsetzt und deine Augen schließt und dreimal durchatmest. Mehr ist es nicht. Einfach dreimal durchatmen. Und dieses dreimal Atmen, und zwar tiefe Atemzüge, also tief einatmen, aber vor allem auch wieder tief ausatmen, das wird dir helfen, ein bisschen mehr bei dir selbst anzukommen. Und ich wäre nicht die Sophie, wenn ich dir jetzt nicht noch einen zweiten Tipp geben würde. Und zwar ist mein zweiter Tipp, der ist ähnlich, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst für eine Innenschau eben. Oder auch Meditation genannt. Ja? Und mein dritter Tipp ist hierbei auch, dass du dir auch, das hat auch wieder mit Innenschau zu tun, in Wahrheit. Aber das ist etwas nach außen gehendes eigentlich, dass du dir Affirmationen anhörst. Das heißt, du kannst dir ganz viele Affirmationen anhören
wenn du zum Beispiel in die Arbeit fährst. Du kannst dir Affirmationen anhören, die dir helfen, den Stress zu überwinden. Ja, das waren meine 3 Tipps für eine stressfreie Adventszeit. Und nochmal, ich habe noch einen kleinen Impuls an dich. Erinnere dich, das Wichtigste ist ja eigentlich die Familie. Und glaub es mir, wenn du mal keine Geschenke hast für deine Familie, dann werden sie dich trotzdem weiter lieben. Und das für mich persönlich ist an Weihnachten das schönste Geschenk, das die Zeit mit der Familie. Und daran möchte ich dich nochmal heute erinnern. Ja, das war schon mit den ersten Türchen, wenn wir so möchten, obwohl es der zweite Dezember ist. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. In den nächsten Tagen werde ich, wie gesagt, ab und zu dir Impulse schenken. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich eben aus meinem Journal etwas vorlesen möchte und auch aus meinem neuen Buch ein paar Impulse dir vorlesen. Aber natürlich nicht alles, damit das auch eine Überraschung ist. Und ja, genau. Hiermit wünsche ich dir eben noch eine wunderschöne Adventszeit und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!